Heute zeige ich eine interessante Übung für die Beweglichkeit in den Schultern. Gleichzeitig wärmt ihr die Schultern auf, bereitet die Muskulatur vor für die späteren Übungen im Training, wenn man mehr mit den Schultern macht. Ist aber auch gleichzeitig eine ganz gute Übung für die Rumpfstabilisation, je nachdem, wie viel Gewicht man dann nimmt. Und zwar ist das die Übung Halo, auch Heiligenschein genannt. Das heißt, man hält eine Kettlebell in dieser Position, sprich an den Seitengriffen, der Boden zeigt nach oben und von hier aus wird die seitlich über die eine Schulter nach hinten gebracht. Wir stehen aufrecht, Hüft bis Schulter breit, Bauch, Beckenboden, Posen angespannt. Tief und eng hinter den Kopf, die Ellenbogen gerne auseinandernehmen und dann hier über die andere Schulter nach vorne holen und wieder hier halten, dass der Boden nach oben zeigt. Hier rum, Bauch- und Po-Spannung halten, dass der Körper sich hier nicht verdreht, sondern sich wirklich nur die Arme und die Schultern bewegen. Im Körper bleibt Spannung. Schön tief und eng um den Kopf herumführen. Das kann man 30 Sekunden lang pro Seite machen, das kann man aber auch mit ein paar Wiederholungen machen. 5 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, 15 Wiederholungen, je nachdem, wie sehr man das einbringt und wie nötig man da die Beweglichkeit hat. Eine andere Variante ist die, dass man ein bisschen mehr noch den Rumpf mit einbaut. Da macht man das Ganze im Kniestand. Das heißt, hier die großen Zehen in den Boden drücken, Hüfte strecken, Po kneifen und dann in der Position tief und eng herum um den Kopf führen. Oder das Ganze im halben Kniestand. Das ist dann noch interessanter für die Rumpf- und Hüftstabilisation. Kann man zum Beispiel als Kombinationsübung zum Aufwärmen, als Korrekturübung einsetzen. Das heißt, dass wir Rumpf und Hüften stabilisieren und gleichzeitig den Schulterbereich beweglicher machen. Und so sieht das dann von der Seite aus. Einen Fuß aufstellen, so hüftbreit etwa. Hinten den Fuß auch aufstellen. Beide großen Zehen vorne und hinten im Boden drücken, dann sind wir direkt viel stabiler. Nicht wackeln und dann hier einmal links rum, einmal rechts rum, zum Beispiel im Wechsel. Oder ein paar Mal links rum und ein paar Mal rechts rum führen. Nicht wackeln. Dann natürlich das Ganze auch auf der anderen Seite. Und dann haben wir ein paar sehr schöne Übungen für die Rumpf- und Hüftstabilisation, aber vor allen Dingen für die Beweglichkeit im Oberkörper.